Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Norbert König ist auch dabei für den Sport. Guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen dieses Samstags. UN warnen vor humanitärer Katastrophe. Israel bereitet eine Offensive auf Rafah im Gazastreifen vor. Dort halten sich mehr als 1 Million Zivilisten auf. Berlin macht's noch einmal. Nach den Pannen 2021 darf morgen ein Teil der Hauptstadt die Bundestagswahl wiederholen. Und das Jahr des Drachen beginnt. In China reisen hunderte Millionen zum Jahreswechsel durchs Land. Die Wirtschaft hofft auf einen Aufschwung. In Nahost droht eine weitere Eskalation. Auch Außenministerin Baerbock warnt eindringlich vor einer Offensive auf Rafah. Die Menschen in Gaza könnten sich nicht in Luft auflösen, schrieb sie auf X. Einer von vielen internationalen Appellen. Doch auch heute griff Israel die Stadt aus der Luft an. Rafah liegt im Süden des Küstenstreifens. Laut israelischen Angaben ist es der einzige Ort in Gaza, den die radikal-islamische Hamas noch kontrolliert. Vor Kriegsausbruch lebten hier rund 300.000 Menschen. Jetzt sind es etwa 1,3 Millionen. Sie suchen Schutz vor den Kämpfen. Alisa Jung hat mehr. Sie dachten, hier wären sie sicher. In Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Hierhin floh auch Enes Amer mit ihrer Großfamilie. Kurz vor Mitternacht, als alle schlafen, gibt es eine heftige Explosion. Plötzlich fiel eine Rakete auf uns. Meine Schwester, ihr Mann und die Kinder, darunter auch meine Nichte, 2 Monate alt, sie sind alle tot. Nach dem Vormarsch der israelischen Armee auf ihre Heimatstadt Khan Yunis waren sie hierher geflohen. Wir haben das im Norden erlebt, in Khan Yunis, der Mitte. Sie sagen, es ist sicher, aber bombardieren die Menschen. Seit 4 Monaten dauern die Kämpfe in Gaza. Über 1 Million Menschen sind in der Folge in den Süden, hierher nach Rafah, geflohen. Israels Regierungschef Netanyahu plant nun eine groß angelegte Offensive gegen Hamas in Rafah. Sagt, das Militär werde auch Pläne für eine Evakuierung vorlegen. Wo sollen sie hin? Die Grenze hinter ihnen zu Ägypten ist und bleibt geschlossen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Und Israels Partner, USA, fordern grundsätzlich mehr Schutz für Zivilisten. Das Vorgehen bei der Reaktion in Gaza, im Gazastreifen, ist überzogen. In Gaza trauern sie um ihre Toten und fürchten sich vor noch mehr Opfern. Herr Lück-Walpott in Tel Aviv, wo sollen die Menschen hin? Wie beantwortet das die israelische Regierung? Bislang noch gar nicht. Es gibt einen offiziellen Prüfauftrag von der Regierung an die israelischen Streitkräfte. Sie sollen prüfen, wie und wohin man diese mehr als 1 Million Menschen evakuieren könnte. Aber das ist, wie gesagt, lediglich ein Prüfauftrag. Wir haben es gesehen im Filmbeitrag. In der Zwischenzeit wird schon angegriffen. Vereinzelt werden dort Häuser aus der Luft getroffen in Rafah. Und die Panik und die Angst unter den Menschen dort wächst. Eine Möglichkeit wäre natürlich, diese Menschen weiter in den Norden zu bringen. Aber auch das haben wir gerade gesehen. Auch da wird gekämpft. 5 Kilometer nördlich in der Stadt Khan Yunis wird gekämpft. Ganz oben im Gazastreifen wird gekämpft. Es gibt im Prinzip nur einen kleinen, schmalen, 2 Kilometer breiten Streifen am Meer direkt, wo aber schon so viele Zelte stehen, dass dort die 1 Million Menschen auf keinen Fall hin kann. Und deswegen gibt es eben bei den Nachbarn, insbesondere beim südlichen Nachbarn Ägypten, die ganz große Sorge, dass Israel versucht, diese Menschen über die Grenze hinüber nach Ägypten zu schieben. Und Ägypten hat für diesen Fall gedroht, dann sei der Friedensvertrag, den man mit Israel habe, am Ende. Also deutlicher kann man die Drohung der Nachbarn wohl nicht verstehen. Die Informationen aus Tel Aviv. Vielen Dank, Lück-Walpott. Der Bundeskanzler ist zurück aus Washington. Und selbst von Oppositionsführer Merz kommt Zustimmung. Es war wichtig zu hören, dass sich der Bundeskanzler und der US-Präsident so deutlich zur Unterstützung der Ukraine geäußert haben, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Vom Treffen zwischen Biden und Scholz berichtet Klaus Brodbeck. Der Aufwand beträchtlich. 10 Stunden Anreise für dieses Gespräch. Der amerikanische Präsident trägt die ukrainische Flagge am Revier. Beide unterstreichen, wie dringend die Ukraine im Moment Beistand im Kampf gegen Russland benötigt.
Danke, Olaf, für deine Führungsstärke und dafür, dass Deutschland seine militärische Hilfe dieses Jahr verdoppelt hat. Das ist wirklich wichtig. Deutschland und die USA spielen eine Rolle dabei, den Frieden in der Welt zu erhalten. Ohne die Unterstützung der USA und Europas hat die Ukraine keine Chance, sich zu verteidigen. Doch Bidens Unterstützungspaket hängt fest im Kongress, blockiert von den Republikanern im amerikanischen Wahlkampf. Wenn der Kongress die Ukraine nicht unterstützt, würde das an kriminelle Unterlassung grenzen. Ungeheuerlich. Fast 2 Stunden beraten der Kanzler und der Präsident. Ungewöhnlich diese Dauer. Auch das ein Zeichen, wie bedrohlich beide die Situation einschätzen. Deshalb sind wir beide ganz fest davon überzeugt, dass das jetzt geschehen muss. Aber auch zuversichtlich, dass der amerikanische Kongress am Ende eine solche Entscheidung treffen wird. Eindeutig die Botschaft, man stehe mit der Ukraine Seite an Seite. Doch ohne Amerika geht es nicht. Also eindringliche Appelle vom Präsidenten und vom Bundeskanzler. Claudia Bates in Washington, werden die den Kongress beeindrucken? Eher wenig. In der einen Parlamentskammer, dem Senat, könnte die Ukraine-Hilfe durchgehen. Aber im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine Mehrheit. Und dass sie dort durchgeht, ist fraglich. 3 Gründe dafür. Erstens, America first. Amerikanisches Geld für Amerika. Zweitens, diese republikanische Fraktion, die Ex-Präsident Trump fest im Griff hat, sieht Putin gar nicht so sehr als Bedrohung an, der die USA als Demokratie entgegentreten müssten. Und drittens, die Republikaner wollen Biden scheitern lassen. Es geht gerade darum, keine Lösungen für Probleme zu finden und die Folgen dann im Wahlkampf gegen Biden zu verwenden. Was helfen könnte, ist, dass die Ukraine-Gelder im Moment noch in einem Paket verabschiedet werden sollen, mit Israel-Hilfen. Und die Republikaner sind sehr pro-israelisch. Aber es wird schwierig und möglicherweise muss Präsident Biden andere Lösungen finden, um die Ukraine weiter unterstützen zu können. Dankeschön für diese Informationen aus Washington. Claudia Bates war das. Wegen der Blockade weiterer Hilfen in den USA hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg dazu aufgerufen, die Rüstungsproduktion in Europa schneller auszubauen, damit wir die Lieferungen an die Ukraine erhöhen und unsere eigenen Bestände wieder auffüllen können, sagte Stoltenberg in der Welt am Sonntag. Jede Nacht greift Russland Ziele in der Ukraine an. Besonders schlimm traf es diesmal Charkiw. Pablo Silalahi. Ein ganzer Straßenzug in Flammen. Mitten in der Nacht schlugen Drohnen in eine Tankstelle in Charkiw ein. Der brennende Treibstoff erfasste gut 1 Dutzend Wohnhäuser. Der Angriff überraschte die Menschen im Schlaf und riss offenbar auch mehrere Kinder in den Tod. Am Morgen danach die Nachbarn unter Schock. Es waren Verwandte von mir. Grisha wohnte da, der war 30, seine Frau Olja und die 3 Kinder. Seit nun schon fast 2 Jahren erschüttert Russlands Angriffskrieg die Ukraine. Aufgrund der anhaltenden Konfrontation mit Moskau ruft NATO-Generalsekretär Stoltenberg Europa dazu auf, kriegstauglich zu werden und die Rüstungsindustrie auszubauen. Die NATO sucht keinen Krieg mit Russland, aber wir müssen uns wappnen für eine möglicherweise jahrzehntelange Konfrontation. Bei einem Besuch von Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses in Kiew wirbt auch Präsident Selenskyj für weitere Milliardenhilfen. Ihr Kommen ist ein Signal für die Ukraine, für das ukrainische Volk. Das ist sehr wichtig für unsere Moral, besonders für die Helden an der Front. Eine Niederlage der Ukraine hätte weitreichende Folgen, auch für Europa. Die Bundesregierung geht laut Medienberichten bei einem Zerfall des Landes davon aus, dass rund 10 Millionen Menschen zusätzlich das Land verlassen würden. Es sollte ein stiller Protest gegen diesen Krieg sein. In Russland haben Aktivistinnen in mehreren Städten Blumen an Denkmälern niedergelegt. Mehrere Personen wurden festgenommen. In Moskau kamen sie zum Grab des unbekannten Soldaten. Hinter der Aktion stehen die Ehefrauen von Russen, die zum Militärdienst eingezogen wurden. Es war die insgesamt 10. Protestaktion der Bewegung.
Kanzler Scholz hat einen Brief bekommen von den Spitzen der Unionsfraktion. Darin schlagen Friedrich Merz und Alexander Dobrindt einen 12-Punkte-Plan vor, um die Wirtschaft zu stärken. Zum Beispiel wollen sie die Stromsteuer senken, Sozialabgaben begrenzen und Überstunden steuerlich begünstigen. Nächste Woche will die Union den Vorschlag in den Bundestag einbringen. Beleidigungen, Drohungen, Gewalt. Auch an Hochschulen wird zunehmend Antisemitismus beklagt. Nach dem brutalen Angriff auf einen jüdischen Studenten hat die Freie Universität Berlin ein Hausverbot gegen den Tatverdächtigen erlassen. Und an der Berliner Humboldt-Universität wurde am Donnerstag eine Podiumsdiskussion mit einer israelischen Richterin abgebrochen, weil pro-palästinensische Aktivisten massiv gestört hatten. Stefanie Hein. Die Freie Universität Berlin steht unter Beobachtung. Eine Woche ist es her, eine Bar in Berlin-Mitte, ein pro-palästinensischer Student der FU, soll einen jüdischen Kommilitonen derart attackiert haben, dass der mit gebrochenen Gesichtsknochen ins Krankenhaus kommt. Jetzt hat die Universität ein Hausverbot erlassen. Angesichts der Tat würde der Tatverdächtige auf dem Campus der Universität als Bedrohung wahrgenommen. Zum Schutz der Mitglieder der Universität und zur Sicherung des Universitätsfriedens ist das jetzt ausgesprochene Hausverbot für zunächst 3 Monate unabdingbar. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel ist die Universität Schauplatz von pro-palästinensischen Protesten. Der Ton ist rau, auch anderswo. An der Humboldt-Uni Berlin stören Donnerstagabend pro-palästinensische Aktivisten eine Veranstaltung mit einer Richterin vom Obersten Gericht Israels. Durchgehendes Geschrei, ein Dialog unmöglich. In diesem Hörsaal wird die Veranstaltung abgebrochen. Die Debattenkultur an deutschen Unis besorgt Studierende wie den CDU-nahen Ring christlich-demokratischer Studenten und die jüdische Studentenunion Deutschland. Sie warnen vor einer Zunahme extremistischer Einstellungen an den Unis. Wir fordern unter anderem auch von den Universitätsleitungen, auf dieses Problem nicht nur aufmerksam zu machen, sondern das Problem auch zu verstehen und dagegen zu handeln. Und dementsprechend, wenn Gruppen sich ausbreiten, die extremistisch sind und die Gewalt androhen oder sogar anwenden, dann gilt es, Strafmaßnahmen durchzuziehen und im besten Fall für uns natürlich eine Exmatrikulation. Aktuell ist aber ein Hausverbot die schärfste Maßnahme, die eine Berliner Uni aussprechen kann. Extremismus und radikale Positionen greifen in Deutschland um sich, besonders in sozialen Medien. In unserer App können Sie nachlesen, wie die AfD gezielt versucht, Meinung zu machen und bei TikTok, YouTube und Co. mehr junge Menschen erreicht als alle anderen Parteien. In Teilen Berlins wird morgen die Bundestagswahl wiederholt. Nötig geworden ist das durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Hintergrund sind zahlreiche Pannen bei der Wahl 2021. So gab es unter anderem zu wenig Wahlkabinen, Stimmzettel waren falsch oder fehlten und Stimmen wurden zu spät abgegeben. Jetzt können 550.000 Berliner noch einmal wählen in 455 Wahllokalen. Markus Groß berichtet. Alle zusammen! Wieder Proteste. Der seit Wochen anhaltende Widerstand begleitet heute auch den Wahlkampfabschluss der AfD. Morgen dann die Teilwiederholung der Bundestagswahl. Das Thema bei den Parteien angekommen. Obwohl nur 20% der Wahlberechtigten abstimmen dürfen, versuchen die Grünen damit ihre Anhänger zu mobilisieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn von Berlin, wenn auch nur für 455 Wahllokale, ein klares Zeichen ausgeht gegen rechts. Michael Müller von der SPD wirbt um jede Stimme. Sind Sie auch betroffen von der Nachwahl? Der frühere Berliner Regierungschef will sein Direktmandat verteidigen, seine Partei im Umfragetief. Das ist nicht einfach jetzt im Moment in dem politischen Umfeld und eben auch, weil ja ein Teil des Bezirkes nur nachwählt. Aber ich glaube, es ist eine gute Ausgangsbasis. Wahlkampf mit kleinem Equipment. Klaus Gröhler von der CDU will Müller das Direktmandat streitig machen. Seine Partei macht einen Anti-Ampel-Wahlkampf. Viel Kritik hört er auf der Straße. Viel Frust, sehr viel Unverständnis über den Kanzler, über mangelnde Führung.
Aber auch die Leute sind enttäuscht, dass Zusagen einfach gebrochen werden. Wieder mal Wahlkampf in Berlin, der dritte in 3 Jahren. Doch dieser hat etwas Skurriles. In der einen Straße wird nicht gewählt, in der anderen schon. Nur dort, wo die Pannen am größten waren. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so toll, dass es wieder gewählt wird. Wenn wir Wahlen 3-mal oder 4-mal hintereinander machen müssen, dann finde ich es traurig einfach nur. Weil es kostet ja auch Geld. Ich finde das gut. Somit haben die Menschen noch mal die Chance, sich noch mal neu zu orientieren. An den Mehrheiten im Bundestag wird sich durch die Teilwiederholung nichts ändern. Es ist aber ein erster Stimmungstest für das beginnende, wichtige Wahljahr. Während bei uns dieses Jahr schon fast 6 Wochen alt ist, feiert China heute Neujahr. Mit dem wichtigsten Feiertag im Land geht das Jahr des Hasen zu Ende. Jetzt ist der Drache dran. Wohlstand, Kraft und Glück soll er bringen. Doch ganz ungetrübt ist die Stimmung nicht. Über ein Fest zwischen Sorgen und Hoffnung berichtet Elisabeth Schmidt. Für Liao Hujian und seine Familie ist Chinas größtes Laternenfestival eine Neujahrstradition. Hier in Zugong in der Provinz Sichuan sind mehr als 1000 Lichtinstallationen zu bestaunen. Dieser Drache ist ganze 48 Meter lang. Doch viele Menschen haben in diesem Jahr gemischte Gefühle. Die Folgen der Corona-Pandemie belasten die Wirtschaft noch immer. 2023 ging es ihr nicht so gut. Es wurde weniger konsumiert. Unsere Einkommen gingen zurück. 2023. Die Stimmung war 2023 nicht so gut, aber jetzt feiern wir alle zusammen das Neujahrsfest. Die Familie ist jetzt das Wichtigste. Hunderte Millionen Chinesen sind zu ihren Liebsten gereist. Das ganze Land hat Urlaub. Vor allem die Touristenregionen hoffen jetzt auf mehr Umsatz. Staatschef Xi versucht in seiner Neujahrsansprache Optimismus zu verbreiten. Solange alle gemeinsam voranschreiten, werde China alle Schwierigkeiten überwinden, sagt er. Doch auch die bunten Laternen in Zugong, die traditionell für Wärme und Hoffnung stehen, können die wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht ausblenden. Dass so viele Menschen offen über ihre Probleme mit uns sprechen, das erleben wir selten in China. Denn wer öffentlich Kritik äußert, dem drohen Konsequenzen. Aber immer mehr Menschen leiden bereits unter den Folgen der Wirtschaftskrise. Liao Hujian und seine Familie hoffen, wie viele jetzt, auf das Jahr des Drachen. Dem Volksglauben nach soll es Glück, Erfolg und Wohlstand bringen. Tja, hoffen wir ein bisschen mit. In der Fußball-Bundesliga spricht man im Moment nicht nur über Ergebnisse. Nee, nicht nur, weil viele Fans weiterhin Sturm laufen gegen den geplanten Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga. Deshalb hagelt es Proteste, die auch immer wieder zu Störungen im Spielablauf führen. Zum Beispiel gestern in Dortmund und bei der Zweitligapartie in Hamburg. Heute dauerte die Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg wegen zahlreicher Unterbrechungen fast 2 3/4 Stunden und stand kurz vor dem Abbruch, weil von beiden Seiten immer wieder Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen wurden. Auch an anderen Spielorten kam es zu Protesten mit entsprechenden Verzögerungen. In Bremen war das Ergebnis außerplanmäßig. Werder verliert zum ersten Mal in diesem Jahr 1:2 gegen Heidenheim. Augsburg gegen Leipzig 2:2. Union Berlin schlägt Wolfsburg mit 1:0. Mönchengladbach gegen Darmstadt torlos. Frankfurt-Bochum unentschieden 1:1. Gestern Dortmund gegen Freiburg 3:0. Am Abend natürlich ausführlich im aktuellen Sportstudio das Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer Leverkusen und Meister Bayern München. 2 Spiele morgen. Nur mit einem Sieg kann der FC Bayern die Leverkusener von der Spitze verdrängen. Leipzig verliert an Boden beim Kampf um die Champions-League-Plätze. Heidenheim weiter bärenstark. In die untere Tabellenhälfte ist Werder Bremen abgerutscht. Union findet Anschluss ans Mittelfeld. Darmstadt bleibt trotz Punktgewinn Letzter. Gast im aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr ist Daniel Thune, Trainer von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Ein Norweger kommt selten allein im Biathlon. Sturla Holm Lagreid wird vor 2 Landsleuten Weltmeister im 10-Kilometer-Sprint. Benedikt Doll überquert die Sprintziellinie bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto als bester Deutscher, muss sich aber mit Platz 13 zufrieden geben. Grund dafür gleich 2 Schießfehler im Liegendanschlag. In dem Weltcup hätte man gesagt, ja, war solide, aber bei der WM ist so ein Rennen halt eigentlich nichts wert. Vor 20.000 Zuschauern feiern die Norweger einen Dreifach-Triumph, bei dem Sturla Holm Lagreid seinen ersten Titel im Sprint ausgelassen bejubelt. Silber und Bronze gehen an seine Teamkollegen Johannes Tinius Bö und Svetles Jostad Christiansen.
Premiere für Merle Fräbel. Die 20 Jahre alte Rodlerin aus Suhl gewinnt in Oberhof zum ersten Mal ein Weltcuprennen. Dieser Jubel wird in ihrer Karriere einzigartig bleiben. Denn es ist für die 20-jährige Merle Fräbel der erste Weltcupsieg in ihrer noch jungen Rodellaufbahn. Mit Bestzeit im ersten Durchgang ging sie in Oberhof als Letzte auf die inzwischen zunehmend weich gewordene Bahn und rettete schließlich mit der nur 6 besten Zeit im zweiten Durchgang ihren Vorsprung so gerade noch ins Ziel. Auf Rang 2 die Österreicherin Madeleine Aigle vor Julia Taubitz aus Oberwiesenthal, die die Weltcup-Gesamtwertung weiterhin anführt. Hatten wir doch noch ein bisschen Schnee und Eis. Dankeschön. Bitte. Nicht nur hier tobt die Fasnacht, auch in Brasilien hat der weltberühmte Karneval begonnen. Eröffnet wurde er mit der traditionellen Übergabe des Stadtschlüssels an den symbolischen König des Karnevals. Seitdem gibt es auf den Straßen kein Halten mehr. Im Sambodrom starteten die Samba-Schulen mit ihren Paraden. Zu der Riesenparty am Zuckerhut werden in diesem Jahr 7 Millionen Menschen erwartet. Das Wetter bleibt sich treu. Morgen gibt es wieder Regen. Die Details hat gleich Christa Orben. Das Heute-Journal mit Christian Sievers um 11:15. Hier übernimmt morgen Jana Pareikes. Alles Gute Ihnen und auf bald. Tschüss. Guten Abend. Regenreich war dieser Winter bisher und schon die nächste Regenfront steht vor der Haustür und überquert uns heute Nacht und morgen. Dazu sinken die Temperaturen heute Nacht auf 9 Grad am Niederrhein und 2 Grad an den Alpen. Oberhalb von 1000 Metern fallen hier 5 cm Neuschnee. Denn im Südwesten kommt jetzt eben besonders in der zweiten Nachthälfte dieser kräftige Regen auf. Der Wind dreht auf Südwest, der Föhn an den Alpen bricht zusammen. Ansonsten ist es trocken, aber bedeckt und neblig bei einem frischen Wind aus Ost. Morgen Vormittag kommen die Regenwolken zwar weiter nord- und ostwärts voran, aber im Nordosten ist es noch trocken. Am kräftigsten regnet es in Bayern, Thüringen und Sachsen. Am Nachmittag erfasst der Regen dann den gesamten Nordosten. Dafür sind im Südwesten Wolkenlücken möglich, aber hier muss weiter mit Schauern gerechnet werden. Der Tag ist windig, vor der Front aus Ost, dahinter aus Südwest. Und in dieser milderen Strömung erreichen die Temperaturen 12 Grad am Rhein, an der Ostsee 5 Grad. Zum Beginn der neuen Woche liegt das Temperaturniveau nur etwas niedriger. Es bleibt wechselhaft, es sind aber keine großen Regenmengen mehr dabei. Am ehesten trocken ist es am Dienstag im Osten und im Süden. Und damit auf Wiedersehen.